Hey. Es wuchs in Burgunden ein Fidel Magadin, das in allen Landen nicht Schöners mochte sehen. Kriemhild geheißen, sie ward ein schöne Wieb, darum bemussen Degene, viel verliersen den Lieb. So beginnt unser Nibelungenlied, ein Heldenepos aus dem 12. Jahrhundert oder Ende des 12. Jahrhunderts um 1200 geschrieben. Das ist nicht ganz, ganz sicher, wann es geschrieben wurde, aber ungefähr in der Zeit. Und auch geschrieben von einem unbekannten Verfasser. Ich habe mir gedacht, dass ich mal was anderes mache und den Fokus aus Asien mal direkt nach Deutschland verlegt. Und ich werde eine Einführung ins Nibelungenlied geben und auch gleichzeitig eine Einführung ins Mittelhochdeutsche. Ich habe letztes Semester Mittelhochdeutsch gelernt an der Uni, bin da also noch relativ frisch, was das angeht, auch in einem Kurs zum Nibelungenlied. Ich werde diese Ausgabe verwenden. Ich schreibe dann in den Kommentar unten, welche Ausgabe das ist. Und ja, wie sieht es aus oder wie soll es aussehen? Das Buch oder das Lied an sich hat, 39 Abenteuren. Und ich werde ein 40-teiliges Video machen. Dieses hier ist der erste Teil. Das ist sozusagen die Einführung. Und dann werde ich zu den 39 Abenteuren jeweils eine kurze Einführung geben, also kurz inhaltlich zusammenfassen, was passiert. Und dann je nachdem, weil es in der Einführung halt einerseits in das Lied selbst sein soll, andererseits auch ins Mittelhochdeutsche, werde ich dann halt dazu noch Erklärungen geben zur Grammatik, zur Phonetik, zur historischen Semantik. Oder ich werde mich auf einen speziellen Aspekt innerhalb der Abenteure stürzen und werde dazu inhaltlich was erläutern. Manchmal mache ich auch beides und es kommt dann immer halt darauf an, wie inhaltsvoll diese Abenteure ist. Es passiert ja nicht immer gleich viel und deswegen habe ich angepeilt, dass die Videos so zwischen 5 und 20 Minuten lang werden. Je nachdem. Okay, das ist die Einführung. Dann erzähle ich am besten erstmal was zum Nibelungenlied selbst und zu seiner Rezeption. Wobei ich das versuche, verhältnismäßig kurz zu fassen, weil ich eigentlich lieber mich mit dem Text selbst auseinandersetzen möchte. Okay, also wie gesagt, wurde das Nibelungenlied um 1200 geschrieben, wahrscheinlich leicht vor. Und der Verfasser ist unbekannt. Wir haben aber die Vorstellung, dass es in der Gegend zwischen Passau und Wien geschrieben wurde, aufgrund von Hinweisen, die wir im Text finden, weil da die Landschaftsbeschreibungen sehr viel genauer sind. Und deswegen vermutet man, dass der Autor auch aus dieser Gegend stammte. Ansonsten kann man es noch an sprachlichen Besonderheiten festmachen, wie besondere dialektale Wortformen oder orthografische Hinweise halt auf bestimmte Dialektgebiete. Das Buch selbst oder das Lied selbst ist nicht unbedingt ein in sich einheitlich geschlossenes Werk, sondern es zerfällt in zwei große Teile. Es gibt einmal den ersten Teil, in dem es sich um Kriemhild und Siegfried dreht, von Abenteure 1 bis Abenteure 19. Und in Abenteure 20 bis 39 geht es dann um den Untergang der Burgunden. Und das ist ganz interessant. Das ist vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass da halt verschiedene Texte zusammengeflossen sind. Es gab ja zahlreiche Studien auch dazu, den Inhalt dieses Epos mit historischen Ereignissen in Verbindung zu bringen. Und einige Querverweise hat man auch gefunden. Also es ist schon einiges Historisches auch darin konserviert.
historische Ereignisse, historische Persönlichkeiten, aber es ist kein Geschichtswerk in dem Sinne, weil teilweise die Ereignisse oder die Figuren, die miteinander verbunden werden, nachweislich nicht zur selben Zeit gelebt haben und da dann ungefähr teilweise 100 oder 150 Jahre zwischen den Personen und den Ereignissen und Ähnlichem lagen. Wichtig ist es auch noch zu unterscheiden zwischen dem Nibelungenlied, das wir hier besprechen, und der Nibelungensage. Nibelungensage bezeichnet die Gesamtheit aller Texte, die sich mit Thematiken um die Figuren aus dem Nibelungen, also aus diesem, sagen wir mal, Nibelungen-Textkreis bezieht. Das ist also ein sehr weit gefasster Begriff, da fällt alles Mögliche rein. Noch andere Heldenepen wie sowie altnordische Dichtung. Und es wird natürlich zwischendurch auch mal ein Video zur Intertextualität geben, wo ich dann einen Querverweis machen werde, vielleicht auf Saga-Literatur oder auf andere Heldenepen oder höfische Romane, die wir zu der Zeit haben. Das werde ich dann bei Gelegenheit, wenn sich das bei irgendeiner Aventüre anbietet, auf jeden Fall einfließen lassen. Die Rezeption des Nibelungenliedes war auch deswegen ein bisschen zögerlich, weil Deutschland zu dieser Zeit, beziehungsweise das Deutsche Reich, ja auch in einer recht turbulenten Phase steckte. Wir haben um 1800 die Napoleonischen Kriege, wo Deutschland doch einen Klaps auf den Po bekommen hat von Frankreich. Es war halt so, dass man ja keinen deutschen Einheitsstaat in dem Sinne hatte. Das Deutsche Reich war aufgelöst worden, zwangsaufgelöst von Napoleon. Und die einzelnen deutschen König- und Fürstentümer und die einzelnen politischen Bestandteile dessen, was so heutzutage im Bereich von Deutschland und Österreich liegt, waren auch nicht unbedingt davon überzeugt oder davon begeistert, ihre Identität aufzugeben. Und entsprechend konnte sich kein Nationalepos im Sinne des Rolandslieds für die Franzosen zum Beispiel oder der Ilias für die Griechen ja etablieren, weil es ja auch kein Deutschland als geeinigtes Land in dem Sinne gab. Natürlich hat man das Nibelungenlied zur Kenntnis genommen und 1807 hat ein Herr von der Hagen auch ein sehr einflussreiches Vorwort oder eine Einleitung zu dem Nibelungenlied geschrieben. Und da passiert es dann auch das erste Mal, dass dieses Lied als Nationalepos definiert wird. Das ist ein bisschen problematisch, weil er auch halt einen sehr großen Fokus auf deutsche Werte legt, so wie Treue, Verlässlichkeit, Mut, Heldentum. Und die Sache ist die, dass das Nibelungenlied an sich nicht von vielen Leuten positiv aufgenommen wurde. Also bekannte Kritiker sind zum Beispiel Hegel oder Goethe, die es halt für nicht unbedingt so hochstehende Literatur hielten, wobei sie aber sich doch auch ein bisschen damit auseinandergesetzt haben. Aber ich kann mich aus der Sekundärliteratur an ein Zitat erinnern, wo eine Reaktion auf das Nibelungenlied war, dass man sich heutzutage, also im 19. Jahrhundert, frühes 19. Jahrhundert, dass man sich da den Inhalten und den Konzepten der Ilias verbundener fühlt als ja, diesem Inhalt des Nibelungenliedes, der ja irgendwie schon recht
ja, als primitiv und vielleicht auch kulturell nicht so hochstehend angesehen wurde. Dieses Vorwort von Friedrich von der Hagen ist eigentlich relativ unkritisch aufgenommen worden. Und zwar eigentlich über weite Strecken des 19. Jahrhunderts hinweg. Und das Nibelungenlied ist dann auch Schulstoff geworden. Es wurde halt schon regelmäßig gelesen, auch von breiten Bevölkerungsschichten, die halt Zugang zum Bildungssystem hatten. Und das halt aber immer unter diesen Vorzeichen des Vorwortes von der Hagens. Und das ist halt ein bisschen problematisch, weil er halt auch durch diese Fokussierung des Heldenmutes und seines Treueverständnisses halt schon so eine gewisse Vorinterpretation des Textes gegeben hat, die halt auch nicht irgendwie angezweifelt oder angegriffen wurde. Und eine besondere Dynamik hat das Ganze dann zum Beispiel in den 1840er Jahren genommen, als Frankreich Anspruch auf das linke Rheinufer erhoben hat und da eigentlich das Nibelungenlied schon als Nationalepos angenommen und anerkannt war und man halt aber den Rhein als genuinen deutschen Fluss einfach wahrgenommen hat, wegen der Geschichte mit Siegfried und dem Nibelungenhort, der da versenkt wurde. Und von daher war das schon ein gewisser Affront. Und das Nibelungenlied durch diesen unreflektierten Umgang mit ihm unter dem Vorzeichen auch gerade dieses verhängnisvollen Vorwortes ist dann auch immer so eine Art SB-Theke geworden für alle möglichen Motive oder für alle möglichen Konzepte. Und immer wenn man gerade in der Gegenwart etwas brauchte, wofür man irgendwie eine Metapher gesucht hat, dann hat man sich ganz gerne auf das Nibelungenlied bezogen. Und es gab schon durch den Humanismus so eine gewisse Vorstellung von einem deutschen Tugendkatalog oder germanischen Tugendkatalog, den man halt bei Tacitus gefunden hat. Problem bei Tacitus ist, es ist natürlich kein deutscher Autor, sondern ein lateinischer Autor. Der kann deswegen halt schlecht zur ja, Definition der nationalen Identität oder der Identität des eigenen Volkes beitragen. Man hat aber Teile dieses Tugendkataloges hat man bestätigt gesehen im Nibelungenlied und hatte damit halt auch eine genuin deutsche bzw. genuin germanische Quelle, auf die man sich rückbeziehen konnte. Und auch parallel zur Ilias war es halt so, dass das Nibelungenlied halt vorhistorische, aber doch schon germanische Ereignisse, Zeiten und Handlungsträger beschrieb, wobei das auch teilweise ein bisschen umstritten ist. Und das war ja bei der Ilias auch so, das war ja auch definitiv vorhistorisch, aber es war trotzdem zurückzuführen auf griechische Protagonisten und ihren Gegensatz zu nicht-griechischen Antagonisten. Genau, und dadurch, dass das Nibelungenlied zu so einer ja, SB-Theke für Motive und Metaphern wurde, hat es ja doch auch, also es ist schon auch häufig missbraucht worden in verschiedensten Kontexten, nicht nur im 19. Jahrhundert, dann auch im 20. Jahrhundert. Also es ist jetzt kein Zufall, dass beim Kampf um Stalingrad dann entsprechende Reden gehalten wurden, wo den deutschen Soldaten halt auch die Nibelungentreue attestiert wurde, dass sie halt so sich für ihren Führer und für ihr Vaterland aufopfern, wie man das halt nur kann, wenn man ein guter Germane oder ein guter Deutscher ist, der halt eben diese Tugend der Treue absolut verinnerlicht hat und dann halt auch bis zum bitteren Ende kämpft. Also es hat ganz abstruse Blüten
getrieben in allen verschiedenen Zeiten, in allen verschiedenen Konstellationen, ob jetzt gegen Frankreich oder im Zweiten Weltkrieg gegen die Alliierten. Also man hat zu verschiedensten Zeiten dieses Werk genommen, um sich darauf zu berufen in seinem eigenen Handeln und in seinem eigenen Selbstverständnis. Ja, damit würde ich jetzt die Einleitung zum Nibelungenlied beenden und wir fangen dann mit der ersten Abenteure bei Gelegenheit an. Nicht mit mit der Einleitungsstrophe, sondern es geht um Kriemhilds Falkentraum.